Moin Leute, heute mal was ganz anderes. Ich habe mich in die tiefsten Abgründe des Internets geklickt und habe mir da mal ein paar Videos rausgesucht. Da drehen wir jetzt mal eine andere Art der Reaction. Wollen wir mal gucken. Erstmal eine Dampfmier. Ara, kriegst du den Rauch überhaupt mit dem Greenscreen freigestellt oder was? Ja, nee. Also mir ist schon wichtig, dass man sieht, dass ich rauche. So Leute, wir gehen auch direkt rein. Das Suffstück der Woche, Nummer 1. Wir klicken uns mal durch hier. Grüßt euch Leute, Hammer, und ganz herzlich willkommen zu meiner Moin. Prese Frühschoppen und seine Vorteile, weil ich möchte euch das kurz erläutern. Also, wenn ich jetzt noch 20 wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, ich hatte einen Crush. Leute, was bedeutet das überhaupt? Frühschoppen ist ein geselliger Trunk am Vormittag. Die Definition von Vormittag, darüber lässt sich streiten, weil... Du hast ja komplett das Leben verstanden. Wenn du das hörst, dann melde dich mal bei mir. Das ist quasi in der Zeit von morgens bis mittags. Für mich heißt das im Prinzip ein genüssliches Trinken von morgens bis abends. Leute, ich breche ab. Sie hat das Leben komplett durchgespielt. Sie hat alles verstanden. Chantal, ich würde einen Hartz-IV-Antrag machen. Voll, bin ich ganz ehrlich mit euch. Die Vorteile, man fängt früh an, das Pilzchen zu genießen. Das Pilzchen, die kommt wohl aus dem Pott oder was? Oder was? Hat nicht so ganz geklappt oder was? Das heißt Pilzgenuss den ganzen Tag. Schön mit dem Pilzchen. Den ganzen Tag durch die Gegend schimmern. Genau nach meinem Geschmack. A la Bonheur. Be happy all day long. Ja, gut, so hätte ich das nicht gesagt, aber ich hätte gesagt, den ganzen Tag saufen. Be all day long. Und ja, ein toller Tag ist vorprogrammiert. Die Nachteile, ja Leute, falsche Folie gibt nämlich keine, weil... Als wäre sie vom Himmel gefallen. Ich werde versuchen. Und ich sag mal so, Ende und Prost. Oh, schön. Wirklich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Spart euch eure Fragen und trinkt lieber ein Pilzchen. Ja, das machen wir. Herr, kannst du mir noch mal ein neues Pilz reingeben hier? Jo. Ja, danke. Klasse. Da kommt ein Pilzchen geflogen. Da sage ich nicht nein. Nee? Und? Über Löcher von der Deckel in der Decke. Oh, so, einmal neu befeuern und wir gehen direkt in die zweite Runde, Leute. Es reißt nicht ab. Mal gucken, was für Leckerli wir als nächstes haben. Leute, ihr versteht es nicht. Wenn ich sage, ich bin nicht dafür gemacht zu arbeiten, dann bin ich es nicht. Ich kann nicht... Mann, was ist denn hier heute los, sag mal? Heute kommen die netten Damen, die mir sympathisch sind, aber vom Himmel gefallen. Genau die richtige Einstellung. Ich kann nicht arbeiten. Nö, ich auch nicht. Arbeiten. Ich weiß nicht, wie. Ich verstehe nicht, wie Menschen das machen. It's just a little crush. Wie kann man fünfmal die Woche 9 Stunden arbeiten, damit man 2 Tage frei hat, indem man sowieso einfach nur durchschläft, wenn man tot ist von der ganzen Woche? Und das ist das ja. Und das machst du jede Woche wieder. Monat für Monat. Dann war das immer auf deinen scheiß beschissenen Urlaub der 28 Tage oder was. Was da ging, ich weiß ich gar nicht mehr. Und dann machst du Jahr für Jahr. Und dann wartest du wieder auf Ende des Jahres. Oh, Weihnachten, danke, Silvester und auch einmal Retour, danke. Man hat nicht mal mehr Zeit, seine Familie zu sehen. Man hat keine Zeit, seine Freunde zu sehen. Man hat kein... Lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen. Hier, wir machen hier so ein Mantra draus. Nochmal von vorne. Ganzen Woche. Man hat nicht mal mehr Zeit, seine Familie zu sehen. Man hat keine Zeit, seine Freunde zu sehen. Man hat keine Zeit, sich was zu essen zu kochen. Ja, das kann man liefern lassen, das muss man nicht, aber sonst bin ich komplett d'accord hier. Und weil man ist sowieso tot nach der Arbeit und geht gleich pennen, ich bin nicht gemacht für dieses Leben. Ich will nicht arbeiten. Ich bin gemacht für Tresen, also ich habe mich auch eh fürs Leben entschieden. Ich habe die Probleme nicht mehr, aber sie kommen langsam auf den Trichter. Und nochmal. Leben. Ich will nicht arbeiten. Was ist denn gemacht für dieses Leben? Ich will nicht arbeiten. Und nochmal. Für dieses Leben. Ich will nicht arbeiten. Kleiner Fehler in der Matrix, Leute. Ich habe keinen Traumjob. Warum sollte ich davon träumen zu arbeiten? Das ist das, Leute. Sie bringt es auf den Punkt. Seid ihr irgendwie geisteskrank? Ja. Wer träumt denn davon zu arbeiten? Und falls jetzt irgendwelche komischen Boomers kommen und sagen, die jungen Leute heutzutage wollen gar nicht mehr arbeiten. Damals war es so und so. Dicker, ich kann nichts dafür, dass du im Mittelalter geboren wurdest, wo es keine Möglichkeiten gab, für dich reich zu werden. Ich bin im Neandertal geboren und da lebe ich ja auch immer noch. Das war doch auch wirklich ein Leckerli hier. Oh, so, mal gucken wir mal. Wollen wir mal gucken, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat, würde Kurt jetzt sagen. Ich bin die Biene und das ist mein erstes Getränk. Ich bin die Biene und das ist mein zweites Getränk. Und ich bin der Volker und ich habe einfach ein Getränk. Wie viele weiß ich nicht mehr. Und wir gucken mal, was Biene noch zu bieten hat. Ich bin die Biene und das ist mein drittes Getränk. Im Gesicht, da siehst du das schon ein bisschen. Ja, das kommt langsam durch, das zweite Getränk. Das ist mein drittes Getränk.
Das dritte, ja. Ich bin die Biene und das ist mein viertes Getränk. Ich bin die Biene und das ist mein fünftes Getränk. Ich bin der Volker und das ist mein 20. Getränk. Prost! Ja. Ich bin die Biene und das ist mein... Ich bin der Volker und das ist mein 80. Getränk. Also wir merken, das wird gepitcht, die Stimme wird einfach immer höher. Oder schon auch ein bisschen anstrengend, aber ich fühle Biene. Biene, schöne Grüße. Also ich bin noch nicht beeindruckt, aber trotzdem, Biene ist mir auch sympathisch. Das ist mein 10. Getränk. Und wer bist du? Du hast 9 Getränke gehabt und ein Wasser. Da muss man klar differenzieren. Ja, ich bin die Biene. Prost, Biene. Ja, das sieht aus nach 20 Getränken. Ich schaffe noch einige Getränke heute. Also Leute, wenn ihr denkt, dass ihr noch ein klasse Video habt, wo ihr denkt, doch, da muss Volker mal drauf reagieren. Vielleicht habt ihr auch eins privat aufgenommen. Dann schickt das einfach an die unten eingeblendete Handynummer. Harald, du machst das, ne? Ja klar, Harald macht das mit der Handynummer. Die steht hier unten irgendwo. Und dann schickt ihr mir das und dann drehe ich da was zu, wenn das klasse ist. Also wisst ihr Bescheid. Schön Kommentar da lassen. Verlinkt die Person, um die es da geht. Wenn ihr die kennt, weiß ich ja nicht. Vielleicht kennt ihr ja Biene. Ich mache mich jetzt an das 30. Getränk und klicke mich langsam aus. Also macht euch einen klassen Tag. So, ich gehe jetzt aus dem Bild und Harald macht Endcard. Tschüss, Leute. Oh. Ich fühle mich wie ein Roboter, wenn ich aufstehe. Das klackt mir mal einmal. Au. Oh, Harald, mach das mal fertig hier. Kein Bock mehr. Reaction ist doch der heiße Scheiß.